Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim Remastered Special Edition, whatever. Wir sind hier im Feuerschleierhügel und wir haben dieser Vierdrachenklaue bekommen. Und hier sind ganz schön viele Gräber, sehe ich gerade. Und da ich hier bis hier schon mal gespielt hatte, weiß ich ganz genau, dass hier die Gräber auch kommen. Also aufgehen. Entweder wenn wir dieses Buch hier nehmen, was wir aber nicht brauchen, aber uns einfach mal trotzdem weg snacken. Okay, es kommt doch keiner. Aber wenn wir hier lang wollen, dann, oh mein Gott, Jesus, no. Wir brauchen erstmal einen Feuertonachen. So. Und dann nehmen wir noch eine Feuerrune, würde ich sagen. Nice. Noch eine vielleicht, oder nicht? Der ist auch weg. Okay, der hat jetzt nicht so viel. Ah, ich habe fast nichts mehr. Ah, das ist jetzt doof. Ich könnte... Hilfe! Du machst das Feuertor nach. Ist er tot? Ne, ist er nicht. Gut. Jetzt kann ich ein bisschen mein Magika aufladen und der ist abgelenkt. Alter. Ach, hier ist ja einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Auch Heilung. Es geht eigentlich noch. Scheiße. Der ist schneller als gedacht. Stirb! Na geht doch. So, jetzt brauche ich aber wirklich Heilung. Jedes kleinste Heilen, jede kleine Heilung, die wir benutzen können, ist wirklich immer wieder gut für unsere Wiederherstellung. Klar, ist jetzt logisch eigentlich, aber... Ich finde das sau wichtig, dass wir uns das merken. Denn wir sind gerade mal bei Level 34 mit Wiederherstellung. Das ist gar nichts. Aber immerhin schon mal Level 51 in Zerstörung. Das ist schon die Hälfte. Das ist gut. Illusion müssen wir noch ein bisschen mehr leveln, habe ich das Gefühl. Veränderung auch. Aber was gibt es denn so für Veränderungszauber? Wir gucken mal nach. Was ist Veränderung? Eichenhaut. Ah, gut. Was ist denn Time Shutter nochmal? Ach, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Oder? Naja. Oder Time Stutter, besser gesagt, nicht Shutter. So, ja. Dieser Part hier wird kommen nach der Beta von For Honor. Ich werde jetzt hier nichts sagen, wie ich es finde. Dafür wird ein extra Video folgen. Das wisst ihr ja mittlerweile, was das für Formate alles so sind. Aber ich kann schon mal sagen, dass die Hater, die unter den Kommentaren sind... Klar, Kritik ist immer gut. Aber Kritik von wegen zu schreiben, du bist so schlecht, das ist keine Kritik. Man kann schon sagen, mach das besser. Und es gibt auch ein paar, die sagen wirklich sowas wie, hey, hier, das musst du machen, dann kriegst du den Feuerschlag. Oder, keine Ahnung, die erklären mir auch Sachen, wie das zum Beispiel Valkyrie... Oh, Bushu! Oh, okay. Oder Nobushi, wie auch immer sie heißt. Nobushi war das, glaube ich. Und noch irgendein Charakter. Dass die halt zum Beispiel nur weiblich sein können. Das ist halt wirklich... Das sind halt Kommentare, die bringen mir was. Und nicht sowas wie, du bist so schlecht. Darauf kann ich nur antworten. Alter, es war eine Beta. Und... Ich habe das Spiel gerade mal angefangen. Wo soll ich denn... Oh, fuck. Meister, das ist nicht gut. Was soll ich denn noch tun? Soll ich das Spiel sofort beherrschen oder was? Also, manche Leute kann ich dann nicht wirklich verstehen. Ja, das war klar, dass der kaputt geht. Scheiße, wo ist denn das? Hier in der Mitte oder was? Leute, wow, echt jetzt? Naja, nicht ganz in der Mitte, aber ne, es ist auf jeden Fall mittig angehaucht. Sieht schon mal gut. Ah, fuck. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich bin jetzt ganz ruhig. Ey. Es hat geklappt. Nice. Ist hier irgendwo eine Falle? Nee, gut. Winziger Seenstein. Naja.
Naja. Was? Die Truhe ist auch verschlossen? Was war das denn? Okay, easy. Alles klar. Nehmen wir mit, nehmen wir. Alter. Oh doch, die Truhe hat sich gelohnt, aber ganz ehrlich, das hätte auch einfach nur die Truhe sein müssen und nicht nur eine eine Meistertür. Weil ganz ehrlich, eine Meistertür und dann noch eine Expertentruhe, das ist schon ein bisschen. Also. Da habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken. Ihr habt es vielleicht gemerkt, da deswegen, weil ich nicht weiter geredet habe. Ja. Hier ist gar nichts. Nö, hier ist gar nichts, okay. Alles klar, nehme ich so hin. Also, wie gesagt, Kritik da lassen. Hat auch letztens wieder Kritik zu Rainbow Six bekommen, dass ich nicht Ranked spielen soll, wenn ich lange nicht mehr gespielt habe. Klar, ich will zwar jede fünfte Folge spielen, aber dann sollte ich vorher vielleicht ein bisschen üben. Was sieht mich denn hier? Wer braucht schon die Dinger da, wenn ich einfach mal so gleich alles wegrotzen kann? Das hat jetzt bestimmt ganz gut gelevelt. Ich guck mal nach. Nee, hat's nicht. Okay, gut, kann man mal machen. Was sind denn eigentlich Illusionszauber jetzt nochmal? Heldenmut? Was? Das Ziel wird für 60 Sekunden nicht fliehen und erhält einen kleinen Bonus auf Gesundheit und Ausdauer? Okay. Ach, Lautlosigkeit. Ja, Raserei kann ich eigentlich schon wieder vergessen, weil bis zur Stufe 6, das bringt nichts. Aber Lautlosigkeit kann ich eigentlich mal wieder benutzen, das stimmt schon. Ich sollte sowieso mal ein paar Zauber wieder rausnehmen hier, glaube ich. Weil ich meine, guckt euch das doch mal an. Das ist doch viel zu viel hier schon. Also, Seelenfalle brauche ich zum Beispiel noch gar nicht. Dafür habe ich ja noch meinen Bogen. Habe ich den eigentlich noch? Den geilen, Zwergenbogen des Animus, genau. Okay, jetzt wird's hier ein bisschen chaotisch. Herauszufinden, wo jetzt hier... Ah, guck mal, der hat auch noch was hier. Eigentlich muss ich die Pfeile gar nicht mitnehmen, oder? Das ist eigentlich schwachsinnig. Ich brauche eh nie so viele Pfeile. Verschwende zwar keinen Platz, aber wer braucht das schon jetzt? Oh. Nein, noch nicht heilen, Mensch. Holy fuck. Komm mit, ab in die Arena mit dir. Die kleine Bitch hat das gewusst. Die hat das irgendwie gewusst. Also gut, ich werde jetzt mal ein paar Zauber rausnehmen, glaube ich. So, Kerzenschein brauche ich nicht. Magierlicht. Okay, gut, kann... Ey... Kann drinnen bleiben. So, jetzt wird's lustig. Feuerblitz brauche ich, Feuerrune. Ja, gut. Flammen brauche ich eigentlich nicht mehr. Weil ich habe jetzt Potent Flames. Das brauche ich nicht und das brauche ich auch nicht. Beschwörung. Beschworenes Schwert. Dafür müsste ich Schwert skillen, aber das will ich gar nicht. Deswegen kann das, glaube ich, weg. Das kann auch erstmal weg. Oh, das kann beides so bleiben. Das war's schon. Es ist auf jeden Fall weniger geworden, das kann ich auch schon sagen, ja. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ach, noch genug. Gerade mal 10 Minuten um. Ich dachte jetzt hier schon, keine Ahnung, schon so 15 bis 16 Minuten, aber nö. Wir haben noch Zeit. Was zur Hölle? Das ist die Macht der PS4 Pro, meine Damen und Herren. Die
Witch hat einen Bogen, ey. Ich glaub's ja nicht. Du triffst mich eh nicht. Ah, jetzt habe ich den Bogen mitgenommen. Ach, komm schon. Hier, zack, hast du. Der lebt auch, aber sowas von hundertprozentig. Ich wollte eigentlich nicht, dass das jetzt hier schon angeht, aber gut. Der kann gleich wieder chillen da drinnen. Der braucht gar nicht erst aufstehen. Jawoll. Oh. Ja, du kannst auch gleich liegen bleiben. Jetzt nehme ich die Pfeile trotzdem mit. Ja, egal. Nehmen wir halt Pfeile mit, was soll's. Ich bin's halt gewohnt. Okay. Das wäre knapp gewesen. Aber hätte uns auch nicht so viel geschadet, ehrlich gesagt. Also, was soll's. Brauche ich den Schlüssel wirklich? Ich weiß es nicht, das kann ich verkaufen. Ich glaube, den Schlüssel brauche ich doch gar nicht, oder? Wir knacken lieber. Das levelt und das ist geiler. Hä? War da nicht gerade... Okay, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Wo soll denn das jetzt sein? Okay, also doch hier, ja. Ey, wie kann man so viel Dietrich hier beim Expertenschloss verschwenden? Das ist doch unmöglich. Also ich habe mich da echt verschlechtert, muss ich sagen. Oh. Also der Dungeon geht noch eine Weile. Nur wegen dem Geldbeutel? Okay. Ja gut, warum nicht, ne? Geld ist Geld. Septime sind Septime. Ich finde sowieso dämlich, dass die hier nicht Septime schreiben, sondern halt Gold. So richtig einfallslos. Dabei sind das ja Septime, also... kann ich mir nicht erklären, warum die das nicht einfach Septime genannt haben. Oh, wieder so ein... So ein Statuenrätsel, ja, die sind ja hier irgendwo wahrscheinlich versteckt. Nur wo ist die Frage? Ich benutze mein Magierlicht. Da hinten irgendwo? Nee, ne? Was ist denn, wenn ich die Tür versuche zu öffnen? Gar nichts. Ach so, ich muss die Dinger hier benutzen, um dieses Ding da runterzulassen. Ach so. Komm, wir benutzen jetzt mal Funken wieder. Aber es macht so gut wie gar keinen Schaden. Dann Potent Flames lieber. Ich häng fest. Du musst eh sterben, mein Freund. Da führt gar kein Weg dran vorbei. So. Das sind die vier Dinger hier wahrscheinlich. Ah, ich verstehe. Also, wir haben einmal den Adler. Den Fisch,
Und die anderen beiden sehe ich jetzt nicht. Den Adler haben wir hier. Den Fisch. Dann den Fisch. Und dann die Schlange. Okay, alles klar. Ja, das passt. So, perfekt. Na also. So schwer ist das ja gar nicht. Elfenaxt? Alter, wie viel Gewicht habe ich, kann ich denn noch machen? Hier. Ah, nee, lass mal lieber stecken. Der hat seinen Scheißfall und Bogen, ey. Ich verbrenne dich trotzdem, du Arsch. Ja, ich habe das Seil jetzt gerade gesehen und ich bin voll drin reingelaufen, ich weiß. Doch noch nicht. Als ob so eine kleine Steintier mir was antun könnten eigentlich. Das ist schon ein wenig lächerlich. Ey, ich wollte den... Danke. Mein Gott, wie viele Türen wir knacken müssen. Ah, irgendwo eine Falle? Nee, sieht nicht so aus. Okay, war anscheinend nur der Goldbarren gut. Ich meine, warum nicht? Goldbarren so zu finden, ist auch, glaube ich, gar nicht mal so leicht. Ich denke, da ist es doch sinnvoll, das abzuschürfen. So, vielleicht die letzte Tür? Oh Gott, Feuerschleier Tiefen. Jungs, ich wollte... Holy shit. Die Dungeon geht echt verdammt. Das sieht aus wie ein Boss, ohne Witz. Ich benutze mal meinen Feueratronachen. So, und jetzt kommt's. Jetzt nehme ich meine Potent Flames und dann geht's ab. Das sind so Skelette. Wo sind denn die richtigen Gegner hier? Ah, jetzt geht's schon weiter mit Dorgre. Oder Dorgre, besser gesagt. Ruheloser Dorgre. Immerhin. So, und jetzt kommt der hier oben. Ja gut, der konnte nicht mal richtig aufrecht stehen, da war schon weg. Alles klar. War jetzt nicht so schwer. Oh, das gibt verdammt viel Kohle. Nehme ich einfach mal mit. Ich weiß, das hat genauso viel Gewicht gehabt, fast schon wie... ist bestimmt noch irgendwas. Wie die Elfenkriegsaxt, aber dafür hat sie auch einfach mehr gegeben hier. Oh, sogar mit einer Seele gefüllt. Das ist schön. Da kann ich mal wieder ein bisschen verzaubern. Obwohl armselige Seele, ehrlich gesagt. Ja. Aber eigentlich ist es besser als gar nichts, denn so können wir nur Enchanting leveln. Von daher brauchen wir alles, was wir kriegen können. So, da hinten gehe ich jetzt nicht hin. Aber ich gehe mal hier runter. Achso, hier kann man sogar drin laufen. Ach, hier kann man auch hier hoch. Okay. Gut, ich würde jetzt aber mal sagen, das war's dann mit dem Part. Ich werde jetzt mal kurz den Bogen hier raushauen. So.
So, wir sehen uns dann übermorgen zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Haut rein und ciao.